Vor einigen Jahren kaufte mein Bruder ein Auto. Und eines Tages war er sehr, sehr glücklich und eines Tages merkte er, dass die Leistung bei diesem Auto nachlässt. So 3 Liter Maschine, eigentlich vom Hubraum sehr starker Motor, aber mit der Zeit fuhr der Wagen nur noch 120. Und natürlich war dann die Frage, was ist dran? Und er dachte erstmal, er ist ja kein Automechaniker, er dachte erstmal, der Motor wäre hin. Er hat einen Meister dann gefragt, der sich mit Autos auskannte. Und der Meister sagte, wann hast du zuletzt den Luftfilter gewechselt? Er sagt, keine Ahnung, ich habe den Wagen gekauft, war schon längere Zeit. Er sagt, schau mal nach, ob das an dem Luftfilter liegt. Er hat den Luftfilter ausgebaut und merkt, dass der Luftfilter sehr versifft war, verdreckt, also komplett mit Dreck. Das heißt, kein Sauerstoff kam durch und es gab keine gute Verbrennung und deswegen zog der Wagen nicht mehr, obwohl er vom Motor her sehr stark war. Also der Filter wurde ausgetauscht und der Wagen bekam seine ursprüngliche Leistung. Warum erzähle ich das? Also wir werden heute nicht über Autos sprechen, aber kann es passieren, dass bei uns Christen wir auch uns bekehren, mit Gott leben, viele Dinge erleben und dann kommt die Zeit, als wenn Gott uns nicht mehr hört. Wir werden so träge und statt sich am Herrn zu freuen, gehen wir und noch nicht mal gehen, manchmal kriechen wir vor sich hin. Alles wird so schwer und müde und so träge, Christ, sein Gebet und alles seine Ursache. Versteht mich jemand hier, worüber ich spreche? Dass man nicht mehr so wirken kann wie früher. Eines Tages brachte ein Mann seinen Sohn zu den Jüngern, der einen sprachlosen Geist hatte. Und sie konnten ihm nicht helfen. Aber Jesus trieb diesen bösen Geist aus. Wir lesen das in Markus 9, Kapitel 9, 27 bis 29. Und als er in ein Haus getreten war zu Jesus, fragten ihn seine Jünger für sich allein, warum konnten wir nicht austreiben? Also für die Jünger war es interessant, wo lag der Grund? Haben wir falsch gebetet? Haben wir nicht die Worte gewählt? Haben wir nicht die Formel oder äußere Handlung gemacht? Und Jesus sagt oder gibt ihnen eine exakte Antwort. Vers 29. Und er sprach zu ihnen, diese Art kann durch nichts ausfahren, außer durch Gebet und Fasten. Ja, Moment, haben sie nicht gebetet? Gebet unterscheidet sich vom Gebet. Wenn ein Mensch zu Gott kommt und sagt, Herr, vergib mir, das ist natürlich ein gutes Gebet und Jesus reinigt uns. Aber um geistlich stark zu sein, um anderen zu helfen, reicht nicht dieses Gebet aus. Das heißt, sie haben dieses Gebet, diese starke Gemeinschaft tagtäglich nicht praktiziert. Und es kommt dazu noch Fasten. Während die Jünger auf Erden waren und Jesus mit ihnen war, haben die Jünger gar nicht gefastet. Also sie kannten das, dass man schon fastet. Und eines Tages kamen ja auch die Pharisäer und die haben ja gesagt, ja wir fasten, aber die Jünger fasten nicht. Warum? Jesus sagt, solange der Bräutigam bei ihnen ist, werden die nicht fasten. Aber es kommt die Zeit, sie werden es tun. Und ich möchte heute gerade über dieses Thema sprechen, Fasten und Beten. Weshalb müssen wir das? Wir müssen die Christen überhaupt fasten? Was bewirkt Fasten? Wir haben ein interessantes Beispiel im Alten Testament über Fasten, was Fasten im Leben eines Menschen bewirkt hat und
was Fasten oder wie das Ganze auf das ganze Volk sich ausgewirkt hat. Eine interessante Geschichte, und ich möchte diese Geschichte mit euch durchlesen, zumindest ein Kapitel anschauen. Fasten und Beten. Wir lesen in Nehemia Kapitel 1. Wer die Bibel dabei hat, ihr könnt gerne aufschlagen und aufschreiben. Nehemia Kapitel 1. Wir lesen diese Geschichte ab dem Vers 1. Dies ist die Geschichte Nehemias, des Sohnes Hachalias. Es geschah im Monat Kislev im 20. Jahr, dass ich in Susa in der Königsburg war. Da kam Hanani, einer meiner Brüder, mit etlichen Männern aus Juda, und ich erkundigte mich bei ihm über die Juden, die entkommen, die nach der Gefangenschaft übrig geblieben waren, und über Jerusalem. Nehemia ist in Babel. Er dient am Königshof Artasaster. Beruflich ist er erfolgreich, denn nicht viele haben das Glück, am Königshof zu dienen. Das heißt, sein Beruf ist gesichert, also finanziell, sozial. Er ist nicht irgendwo in der unteren Schicht, sondern es geht ihm gut. Beides, es ist abgesichert, super Job, Ansehen. Was brauchst du noch mehr? Aber warum macht er sich Sorgen? Warum hat er Interesse an seiner Stadt, wo er herkommt? Als Hanani mit anderen Brüdern aus Jerusalem kommt, interessiert er sich über die Juden, die noch übrig geblieben sind in der Stadt. Nun müssen wir wissen, dass während dieser Zeit Nehemia nicht als ein einziger Gefangener war, sondern wenn wir im Buch Esra lesen, dann gibt es eine Auflistung, es waren über 42.000, die später aus Gefangenschaft zurück nach Jerusalem kamen. Das heißt, er ist einer über 42.000 Menschen gefangen. Aber interessant ist, dass nur er allein auf Hanani zukommt und sagt, du, erzähl mal, wie geht das da? Ich will wissen. Und zwar nicht nur ein bisschen so interesseshalber, naja, steht mein Haus oder wie, sondern ich will wissen, wie geht's den Menschen da? Und Vers 3, und sie sprachen zu mir, die übrig gebliebenen, die nach der Gefangenschaft übrig geblieben sind, befinden sich dort in der Provinz in großem Unglück und in Schmach. Und die Mauern Jerusalems sind niedergerissen und ihre Tore mit Feuer verbrannt. Die wenigen Juden, die vor Ort sind, und da sind ja einige geblieben, die befinden sich in einem großen Unglück. Also es geht ihnen nicht gut. Die sind zwar immer noch in dem Land mit ihrer Sprache, aber der Zustand, in dem sie leben, ist sehr gut. Und interessant, hier wird ein Wort gebraucht, im Unglück und im Schmach. Das bedeutet in Blamage, in einer Erniedrigung, in einer Entehrung. Weshalb? Zu seiner Zeit war Jerusalem eine sichere Stadt. Es gab einen König und der König sorgte natürlich insgesamt für die Sicherheit des Landes, aber auch für die Stadt. Die Mauern zu dieser Zeit galten als ein Schutz. Und deswegen, jede Stadt hatte hohe Mauern, damit nicht Feinde in diese Stadt kommen, hineinkommen. Tore waren ja in der Stadt und zur Nacht hat man die Tore abgeschlossen, abgeriegelt. Weshalb? Vor Feinden. Es ist ein Schutz. So, je sicherer die Stadt war, also desto größer war die Mauer, oder anders, je größer die Mauer, desto sicherer galt die Stadt. Nun, die Stadt, die Mauern, waren abgerissen. Feinde haben die Mauern abgerissen. Das bedeutete, jeder konnte in diese
Stadt hineinkommt. Und es gab ja natürlich, wir reden heute ein bisschen anders, aber damals gab es keine Sicherheit. Sie waren den Feinden überlassen. Wenn jemand sie ausplündern wollte, konnte er das tun. Und die Juden konnten sich nicht schützen. Noch mehr, in dieser Stadt gab es den Tempel, der von Salomo erbaut wurde. Und der Tempel war zerstört. Das heißt, sie hatten zwar das Gebäude, aber es gab keine Priester und keine Leviten. Sie hatten nur das Gebäude und es gab keinen Gottesdienst. Das ist der wahre Zustand von dieser Stadt. Jetzt ist meine Frage, warum interessiert sich Nehemia so sehr? Und ich dachte jetzt über uns, wie ist heute die Lage bei uns? Interessierst du heute für dein Land, in dem du lebst? Wie es in deinem Land, in deiner Stadt geht? Unser Land, Deutschland, unsere Stadt Köln, natürlich hat es keine Mauern und heute würden die wenig nützen, weil heute hat man andere Waffen, Flugzeuge, Hubschrauber, also die Mauern würden nicht so viel Sinn machen. Aber geistlich gesehen, wie ist unsere Stadt bestellt? Ist die sicher? Was geschieht in unserer Stadt? Und ich muss ja sagen, in unserem Land, die Mauern, die geistlichen Mauern sind schon längst gefallen. Die evangelische und die katholische Kirche, die früher sehr viel in diesem Land zu sagen hatten, geprägt haben. Wir haben nicht mehr so viel zu sagen. Unsere Moral in Deutschland ist längst im Keller, auch in unserer Stadt. Abtreibung, Kirchen schweigen. Weder evangelische noch katholische Kirche äußert sich sehr stark dagegen. Das ist normal. Abtreibung ist an der Tagesordnung in Deutschland. Prostitution, bitteschön, in Köln, das ist alles öffentlich, ist nicht verboten. Keiner regt sich auf. Drogenhandel, und zwar nicht nur auf Neumarkt, sondern auch an unseren Schulen. Mein Sohn lernt, also der war ja auf einer Realschule und er bekannte mir vor kurzem, dass seine Klassenkameraden Drogen konsumiert haben und verkauft haben. An der Schule. Niemand beschwert sich. Ob die Lehrer das wissen oder nicht wissen oder nicht wissen wollen, ob die Polizei das weiß oder nicht, aber ich kann mir das nicht vorstellen. Pornografie, Zugang, also jeder kann Zugang haben, wohin er will. Genderideologie wird aufgezwungen von der Politik. Das heißt, man kann heute nicht mehr, also ein Junge, wenn, also man hat ja früher unterschieden, ist ein Kind geboren, fragt man, ist das ein Junge oder ein Mädchen? Ja. Wie konnte man das unterscheiden? Ja, wir lachen, ja. Schau mal hin und dann wirst du wissen. Genderideologie, heute wird aufgezwungen, dass ein Kind, wenn es geboren ist, man sagt, naja, so genau biologisch können wir das nicht feststellen. Kann sein, dass es zwar ein Junge ist, aber im Laufe der Zeit kann es sich zu einem Mädchen entwickeln. Das ist absurd, aber das wird uns hier in unserem Land aufgezwungen. Und die meisten Kirchen schweigen, die meisten Menschen wissen das gar nicht. In unseren Kindergärten gibt es immer wieder Frühsexualisierung. Die Kinder müssen jetzt schon wissen, im Kindergarten, welchen Sex und wer mit wem, dass man auch gleichgeschlechtlich, das wird alles aufgezwungen in unserem Land. Und die meisten Menschen schweigen. Sag nichts dazu. Es gibt nichts zu sagen. Und es ist wichtig, dass wir als Gemeinde diese Dinge, dass wir nicht nur sagen, naja, ich meine, Hauptsache ich habe meinen Job.
Und Hauptsache, kann ich mir einen Urlaub leisten, dann passt das schon. Was geht mich die Politik an? Nein, wir leben in dieser Stadt, in diesem Land und das soll uns nicht egal sein. Und Nehemia interessiert sich, interessant, dass von 42.000 Juden niemand auf dieser Hanani kam und sagte, du willst die Lage. Er sagt, ich möchte wissen. Also wir möchten nicht nur informiert werden, sondern was ist eigentlich in unserem Land? Wie reagiert Nehemia auf diese Nachricht, als er das hört, dass die Stadt Jerusalem in Schmach, im großen Unglück liegt? Ja, naja, ich meine, kann ja passieren. Sagt er nicht, sondern wir lesen in Vers 4, und es geschah, als ich diese Worte hörte, da setzte ich mich hin und weinte und trug Leid etliche Tage lang. Und ich fastete und betete vor dem Gott des Himmels. Also er war innerlich so betroffen. Also es ist nicht nur Information. Es ist schon ein Unterschied, wenn du nicht beteiligt bist an dem Leid. Wenn du hörst, jemand ist im Krankenhaus oder wird am Herz operiert, vielleicht jetzt gerade zu dieser Zeit, du sagst, naja, ich meine, es werden Menschen operiert, ist ja kein Problem. Wenn es aber dein Kind ist, das jetzt während dieser Zeit operiert wird, wirst du ganz anders die gleiche Sache empfinden. Nehemia ist betroffen über sein, er trägt Leid. Und dann als Antwort fängt er an zu fasten und zu beten. Und jetzt kommen wir, was ist eigentlich Fasten? Er ist so betroffen, dass er sagt, ich möchte freiwillig auf das Essen verzichten. Mit dem Fasten verlieh er den Ausdruck, ich möchte mich demütigen vor Gott. Gott, ich bin so betroffen, dass ich für dieses Anliegen fasten will, mehrere Tage lang. Nicht nur hungern, sondern zeigen, ich bin am Ende. Ich will einstehen für diese Stadt. Und während er fastet, das ist ganz, ganz wichtig, es ist nicht nur Hunger, sondern während er fastet, betet er, und wir werden gleich das Gebet anschauen, spricht er mit Gott. Also Fasten ist nicht nur Hunger, sondern Fasten ist sich demütigen vor Gott und seine eigene Lage zu erkennen. Mit Gott in Gemeinschaft sein, zerbrochen sein. Das ist das, was Nehemia macht. Interessant, von über 42.000 Menschen ist nur er allein, der so betroffen ist. Er fängt an zu fasten und zu beten. Der Inhalt seines Gebets, Vers 5. Und sprach, ach Herr, du Gott des Himmels, du groß und furchtgebietender Gott, der den Bund und die Gnade denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote halten. In seinem Gebet beginnt er mit der Ehre Gottes. Also er beschuldigt Gott nicht, sondern er unterwirft sich und sagt, du bist ein großer Gott, du bist ein treuer Gott. Du denkst immer noch an deinen Bund. Wir haben den Bund gebrochen, du bist treu. Das heißt, während er fastet, erkennt er, wer er ist. Und er erkennt, dass Gott gerecht ist. Die Lage, weshalb sie in der Gefangenschaft sind, hat nicht damit zu tun, dass Gott nicht treu ist, sondern dass das Volk versagt hat. Und er beginnt mit der Anbetung. Er beginnt, Gott die Ehre zu geben. In dieser Zeit, in dieser Situation. Ganz interessant. Vers 6. Lass doch deine Ohren aufmerken und deine Augen offen sein, dass du auf das Gebet deines Knechtes hörst, dass ich nun vor dir bete Tag und Nacht für die Kinder Israels, deine Knechte, und mit dem ich die Sünde
der Kinder Israels bekennen, die wir an dir begangen haben. Auch ich und das Haus meines Vaters haben gesündigt. Was bewegt ihn hier? Für wen betet er Tag und Nacht? Zwei Sachen. Wir merken, er betet für die Kinder Israels. Nehemia bekennt die Sünden der Kinder Israels. Wir können ja sagen, wahrscheinlich war Nehemia als Jugendlicher verschleppt. Und die größte Schuld trägt nicht der Jugendliche, sondern die Eltern. Die Eltern, also die Generation, die gerade am Ruder ist, die gerade am Leiden ist. Wahrscheinlich war er erstmal, als er in die Verschleppung kam, wie Daniel damals, das Buch Daniel. Daniel kam als Jugendliche nach Babel. Wahrscheinlich war Nehemia genauso. Interessant ist, dass er nicht sagt, ja Moment, ich war ja ein Herr, du weißt, dass ich ein Jugendlicher war. Die ganze Verantwortung tragen sowieso die Eltern. Er bekennt, schaut mal, auch ich und das Haus meines Vaters haben gesündigt. Nehemia stellt sich unter die Sünde des Volkes hin. Nehemia bittet für sich und für das Volk. Das ist ganz interessant. Interessant in dem Sinne, dass er sich nicht unterscheidet von dem Volk und sich nicht absondert und sagt, naja, ich bin ja gar nicht so schlecht, das sind die anderen. Sondern er sagt, wir als Volk haben gesündigt. Ich weiß nicht, ob du dieses Verständnis hast, wenn du in diesem Land lebst. Also ich nehme an, dass die meisten hier, die hier sitzen, in Deutschland leben. Ja? Wir haben verschiedene Nationalitäten hier. Russische Nationalität, deutsche, ukrainische, andere, das ist völlig egal. Aber wir leben in Deutschland. Ich weiß nicht, ob dir dieses Gefühl bekannt ist, wenn du ins Ausland fährst, Italien, Spanien Urlaub machen, und dann sagen die zum Beispiel, während du im Ausland bist, naja, ihr seid doch Weltmeister. Übrigens, wer weiß, dass wir Weltmeister sind im Fußball? Seit 2014. So, wenn du aus Deutschland kommst, ist ja automatisch, wenn du aus Deutschland kommst, dann fragt man dich nach, ja, welche Nationalität, du kommst aus Deutschland, man sagt, naja, ihr seid doch Weltmeister. Sagt, naja, klar. Oder in Deutschland, boah, ihr baut so gute Autos, Mercedes, BMW, wie auch immer, ja, und wir sagen, ja, stimmt, klasse, wow. Aber ich baue keine Autos. Ich sage nicht, naja, wisst ihr nicht, ich baue keine Autos. Ich sage, ja, klar, wir bauen Autos. Ich lebe in diesem Land. Wir identifizieren uns mit dem Guten. Oder Deutschland ist bekannt für Qualität, Maschinen, Elektrotechnik, alles. Und wenn es irgendwo steht, made in Germany, also müssen wir uns nicht schämen, wenn es in anderem Land unsere Ware präsentiert wird. Ja? Da sagen wir, ja, klar. Aber wisst ihr, was passiert, wenn es über schlechte Sachen gesagt wird? Ja, während ich in Kasachstan bin, sagt man, ja, aber bei euch in Köln da, da versammeln sich doch 100.000 oder über 100.000 Gleichgeschlechtliche und feiern da. Dann sage ich, naja, weißt du, ich komme eigentlich, ich habe damit nichts zu tun. Moment, ich lebe in dieser Stadt. Nein, ich bin nicht zu dieser Sünde beteiligt, dass es Sünde ist, ja. Aber ich lebe in dieser Stadt, da kann ich nicht sagen, naja, eigentlich geht es mich das gar nicht an. Oder in eurem Land gibt es so viele Ehescheidungen. Oder das, was ich aufgezählt habe. Drogenhandel, Prostitution, Pornografie, alles. Da kann ich nicht sagen, naja, die Autos, wenn es über Autos geht, dann, ja, ja, klar, wir sind Deutsche. Wenn es über Schlechtes geht, dann sage ich, naja, Moment, mich betrifft das nicht. Verstehst du? Es ist wichtig, dass wir uns nicht drücken. Wenn in unserer Stadt diese Dinge geschehen, sind wir auch mitverantwortlich. Ich kann nicht sagen, naja, sorry, ich bin nicht beteiligt. Ich lebe in diesem Land. Also sowohl die guten als auch die schlechten Seiten
gehören zu uns. Wenn du in diesem Land lebst, vertrittst du das Land. Und das ist wichtig zu verstehen. Nehemia hatte dieses Verständnis gehabt. Und deswegen betet er und sagt nicht, ach Herr, weißt du was, wie toll wir sind, wir haben ja gute Lieder gesungen. Mag sein. Aber jetzt in dieser Zeit, während sie in Babel sind, haben sie gesündigt. Und jetzt sagt er, wir, mein Haus. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal für deine Stadt, für dein Land gebetet hast. Wann beten wir? Ich weiß, dass wir eine freie Zeit haben, hier bei uns. Und in der letzten Zeit, die meisten Anliegen bei uns in der Gemeinde reduzieren sich auf Drogenabhängige und Alkoholabhängige. So, betet bitte. Und wir sagen, ja klar, also die brauchen Hilfe, natürlich. Und dann gibt es eine Schicht bei uns in der Gemeinde. Betet für meine Gesundheit, für die Prüfung, für die Arbeitsstelle, so, das sind halt Wohnungen, das sind materielle Dinge. Und ich frage mich, Moment, gehen nur Drogenabhängige in die Hölle ohne Jesus? Und was ist, wenn ein Kind, dein Kind und mein Kind intelligent sind, besten Beruf haben, in der Gesellschaft angesehen sind, aber ohne Jesus leben, wohin gehen sie? Gehen sie auch nicht in die Hölle? Natürlich können wir sagen, Moment, nicht so radikal. Wer glaubt der Bibel? Wir feiern jetzt Ostern. Jesus starb am Kreuz einen grausamen Tod. Weshalb? Damit Menschen nicht verloren gehen. In die Verdammnis. Wenn wir das nicht glauben, dann können wir das sparen. Dann kann jeder glauben an das, was er will. Irgendwie wird er selig. Und wir glauben, nein. Die Bibel hat recht. Und jetzt ist meine Frage, warum beten wir so wenig für unsere Kinder, auch hier vorne? Warum schämen wir uns zu sagen, mein Sohn oder meine Tochter, die sind nicht drogenabhängig, aber die sind gottlos. Und die befinden sich genauso auf dem breiten Weg, wie Geschwister betet für meine Söhne, meine Töchter, meine Arbeitskollegen. Ich habe vor kurzem ein Zeugnis angeschaut über einen Ex-Moslem in den USA. Ich habe einigen Geschwistern das gesagt, ich weiß nicht, wer von euch hat schon mal geguckt. Links, also ich empfehle euch das zu schauen. Wer das noch nicht bekommen hat, ich kann das verweisen. Und dieser Ex-Moslem, also der ist jetzt Christ, sagt Folgendes. Es war ein langer Kampf, wie er zu Christus sich bekannte. Und er sagte, ich verstehe das nicht. Und dieser Appell galt an den Christen. Dieses Zeugnis war in der Gemeinde. Ich verstehe das nicht, weshalb Christen schweigen und uns Moslems nicht erzählen. Entweder sind die von der Bibel nicht überzeugt, also glauben nicht, was in der Bibel steht, oder es ist ihnen völlig egal, dass wir in die Hölle gehen. Gültig sind und sagen, naja, ist doch egal, wohin wir gehen. Liebe Gemeinde, es ist wichtig, dass wir für unsere Stadt, für unsere Kinder, für unsere Nachbarn anfangen zu beten und zu bekennen. Wir können keinen bekehren, das ist richtig. Aber wir können unser Ausdruck Zerbrochenheit über den Zustand unserer Stadt, unseres Landes, dem Herrn gegenüber zeigen. Herr, wir sind betroffen. Außerdem
habe ja angefangen mit dem Beispiel, dass man kraftlos ist. Weshalb predigt man oder erzählt man anderen Menschen nicht? Sehr oft sind wir selber kraftlos. Das heißt, wir laufen nicht als Christen, sondern manchmal so kriechen vor sich hin. Und ein kriechender Christ wird keinen beeindrucken. So vor sich hinschleppen, eigentlich darf ich nicht sündigen, ich würde gerne, aber darf ich nicht und naja, irgendwie muss ich doch leben. Warum können wir uns nicht freuen? Weil sehr oft Sünden uns belasten. Und ich habe selten gesehen, auch bei uns in der Gemeinde, dass Menschen gesagt haben, ich faste für meinen Charakter, der ist so schrecklich. Ich will so nicht bleiben. Ich will eine Veränderung. Es geht nicht um Gewicht abnehmen. Es geht um Herr, meine Familie, mein Ehemann. Ich bin ständig am Streiten. Ich habe keine Geduld. Nicht nur für die anderen, sowohl für die anderen, aber auch für uns selber. Und Nehemia fastet. Warum ist das so wichtig für uns? Wenn wir einen Durchbruch erleben wollen, liebe Gemeinde, es ist ein geistlicher Kampf. Es gibt keine andere Zurüstung. Beten und Fasten bedeutet sich demütigen vor Gott. Ich kann meine Kinder nicht bekehren, auch wenn ich gern das tun würde. Und deswegen lade ich uns ein, unser Leben, unser Blick zu überdenken. Und dieses Zeugnis von Nelly, das war passend. Natürlich könnte man sagen, naja, das Kind ist verbrüht, was können wir da machen? Wenn Ärzte nichts machen können, dann können wir auch nichts machen. Nein, sie hat angefangen zu beten und zu fasten, zu ringen für diese Person. Aber welch ein Wunder. Und Gott stellt sich für Menschen, die sagen, sie sind demütig und sagen, Herr, wir glauben, nur du kannst eingreifen. Aber das hat etwas mit Opfer zu tun. Denn nicht fasten ist leichter als fasten. Also zu sagen, naja, ich meine, so ist das, wir können ja sowieso nichts ändern. Wenn die Ärzte nicht helfen können, dann soll das Kind sterben. Nein, wir werden ringen dafür. Und jetzt sehen wir, Gott, er sucht manchmal Menschen wie Nehemia, die sagen, ich bin zerbrochen und ich möchte Buße tun. Für mein Volk, für die Stadt. Vers 7. Wir haben sehr verwerflich gegen dich gehandelt, dass wir die Gebote, die Satzungen und Rechtsbestimmungen nicht befolgt haben, die du deinem Knecht Mose geboten hast. Gedenke doch... Gedenke doch an das Wort, das du deinem Knecht Mose geboten hast, indem du sprachst, wenn ihr treulos handelt, so will ich euch unter die Völker zerstreuen. Nehemia kannte die Bibel, beziehungsweise damals die Tora. Und er zitiert, weil er die Tora kannte, zitiert er aus dem Wort Gottes und erinnert Gott an seinen Bund, an seine Worte. Und dann lese ich das Kapitel bis zum Ende. Kehrt ihr aber zu mir und befolgt meine Gebote und tut sie, selbst wenn einige von euch bis ans Ende der Himmel verstoßen werden, so würde ich sie dort von dort sammeln und sie an den Ort bringen, den ich erwählt habe, damit mein Name dort wohnen soll. Sie sind ja doch deine Knechte und dein Volk, das du erlöst hast durch deine große Kraft und durch deine mächtige Hand. Ach Herr, lass doch dein Ohr aufmerksam sein auf das Gebet deines Knechtes, auf das Gebet deiner Knechte, die das Verlangen haben, deinen Namen zu fürchten
und lass es doch deinem Knecht heute gelingen und gib ihm Barmherzigkeit vor diesem Mann. Ich war nämlich der Mundschenk des Königs. Das Kapitel endet mit einer Buße und mit Fasten. Jetzt können wir ja sagen, Moment, aber was ist eigentlich? Er hat nur gebetet und gefastet. Was hat das gebracht? Die nächsten Kapitel erzählen, also wir werden jetzt nicht über die nächsten Kapitel sprechen. Ich will nur zusammenfassen, wofür das Fasten gut war. Nehemia hat durch dieses Fasten, was hat das bewirkt, ja? Durch dieses Fasten hat Gott das Gebet erhört. Er kehrte nach Jerusalem. Der König hat ihm Baumaterialien bezahlt. In 52 Tagen wurde die Mauer errichtet. Das war unmöglich. Dass der König ihm freigibt, die Reise bezahlt und in 52 Tagen war die Mauer aufgebaut, die Tore waren verschlossen. Das Volk fing an zu jubeln. Weshalb? Weil ein Mann sich gedemütigt hat und gesagt hat, Herr, wir sind sündig, erbarm dich. Keine politische Lösung. Wenn wir unser Land verändern wollen, heißt es nicht, dass wir auf die Straßen müssen und demonstrieren. Das ist eine politische Lösung. Die Kirche muss auf die Knie. Wir müssen beten und fasten. Das ist das, wozu der Herr uns berufen hat. Das bewirkt viel mehr als ein Aufschrei. Seht ihr, das ist das, was passiert. Nun, weshalb erzähle ich das euch? Wir stehen vor Ostern. Und wir möchten genauso als Gemeinde uns demütigen und ab Mittwoch bis Freitag fasten. 3 Tage lang aufs Essen verzichten und mit dem Herrn Gemeinschaft haben. Jetzt kannst du ja sagen, Moment, sind ja 3 Tage, ich werde nicht überleben oder wie auch immer. Ich lade dich ein, wenn du dieses Land liebst, wenn die Stadt dir nicht egal ist, wenn deine Kinder, deine Verwandte nicht egal sind, deine Arbeitskollegen, dann kannst du anfangen, dafür zu gehen. So viel wie du schaffst. Aber es ist nicht wahr, wenn wir sagen, naja, Herr, wir können es sowieso nicht verändern, fasten werde ich auch nicht. Naja, irgendwie wird das schon geschehen. Fasten ist ein Ausdruck der Zerbrochenheit von Gott. Und deswegen lade ich dich ein. Wir wollen, dass der Herr uns hier als Gemeinde wiederbelebt. Wie soll das geschehen? Indem er mich als Pastor demütigt. Ich brauche das. Ich möchte, dass Gott mich als Vater, als Pastor, als Ehemann verändert. Und deswegen lade ich uns ein, dass wir als geschlossene Einheit für den Herrn eintreten und sagen, Herr, wir möchten uns demütigen. Denn Gleichgültigkeit ist das, was uns lähmt. Viele haben Angst in Deutschland vor Islam, Islamisierung. Aber das größte Problem ist nicht Islam, sondern schlafende Christen, gleichgültige Christen. Kennst du das? Damit das Böse sich vermehrt, müssen die guten Menschen nichts unternehmen. Dann wird sich das Böse vermehren. Grundsätzlich. Und deswegen lade ich euch ein, teilzunehmen, zu sagen, ich werde alles dran setzen. Ich werde mich demütigen. Herr, gibt es Dinge in meinem Leben, die ich verändern muss? Verändere du es. Und zum Abschluss, was Fasten nicht ist.
Fasten ist oder darf nicht auf Hunger reduziert werden. Wenn du sagst, naja, ich werde auch mit hungern, es wird wenig bringen, wenn du nicht die geistliche Gemeinschaft mit dem Herrn suchst. Fasten ohne Demut gefällt Gott nicht. Ihr erinnert euch wahrscheinlich Pharisäer und Zöllner im Tempel. Der Pharisäer kam und hat Gott erzählt, wie großartig er fastet. Er fastete zweimal in der Woche. Das ist sehr viel. Ja? Er hat ihm erzählt, wie toll er ist und der Zöllner sagte, sei mir Sünder gnädig. Zu wem hat Gott aufgeschaut? Nicht zu dem Pharisäer. Denn Fasten ohne Demut, Stolz, um irgendjemandem etwas zu beweisen, bewirkt nichts. Außerdem, wenn wir fasten, sollen wir nicht, also das steht in Matthäus Kapitel 6, Vers 16, wenn ihr aber fastet, sollt ihr nicht finster dreinsehen wie die Heuchler. So jede Zeit, ich faste, langes Gesicht, so. Das brauchst du nicht. Wenn du fastest, denn wenn du fastest, aber so salbe dein Haupt und wasche dein Angesicht, damit es nicht vor den Leuten bemerkt wird, dass du fastest, sondern von deinem Vater, der im Verborgenen ist, und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir öffentlich vergelten. Also wenn wir als Gemeinde fasten, müssen es nicht alle Nachbarn hören, und dass wir so ein langes Gesicht haben und weißt du was, und ich faste, sondern ganz normal, das Leben geht weiter, wir demütigen uns vor Gott. Nicht eine Show abzuziehen und zu zeigen. Das Letzte, durch Fasten können wir Gott nicht erpressen. Ihr kennt ja wahrscheinlich immer wieder, in Gefängnissen wird gestreikt, gehungert. Und man denkt, wenn man hungert, dann wird man die Leitung vom Gefängnis zu irgendetwas bewegen. So, wir erpressen, wir sind nicht damit einverstanden. So, Fasten ist keine Erpressung. Wir können Gott nicht erpressen. Also wenn jemand denkt, jetzt zeige ich Gott und ich werde so viel hungern, bis du etwas nicht tust, du kannst nicht tothungern. Du kannst Gott kein Ultimatum stellen. Du kannst demütig vor ihm werden und sagen, Herr, alles was ich tue, ich will nur demütig sein und zeigen. Ich faste für diese Sache. Hab Erbarmen über mich. Also ganz, ganz wichtig. So, wir werden gleich beten und ich lade uns ein. Für die Anliegen erstmal, die wir genannt haben, aber auch auf die Predigt zu antworten und sagen, Herr, prüfe du mein Herz, so wie Nehemia, der zerbrochen war, der für sein Land, für seine Stadt beten konnte, damit der Herr anfängt zu wirken. Amen. Lass uns aufstehen. Wer beten mag, der kann es gerne tun und ich werde die Gebetsgemeinschaft anschließen.